Ich lese gerade 2. Mose, Kapitel 12, Abvers 43. Guckt euch mal die Parallelen des Pascha-Mahles der Israeliten und der heiligen Eucharistie an. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Folgende Regel gilt für das Pascha: Kein Fremder darf davon essen. Also kein Nicht-Katholik darf davon essen. Aber jeder Sklave, den du für Geld gekauft hast, darf davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Also jemand, der kein Katholik ist, sich der Kirche aber anschließt und sich taufen lässt, der darf dann davon essen. Halbbürger und Lohnarbeiter dürfen nicht davon essen. Ein Halbbürger oder Lohnarbeiter könnte man mit den Protestanten vergleichen, welcher nicht wirklich an die Eucharistie glauben, sich aber schon zu einigen Wahrheiten des Glaubens bekennen, aber dennoch nur Halbbürger in diesem Sinne sind, weil sie sind halt keine Katholiken. Sie dürfen nicht an der heiligen Eucharistie teilnehmen. Innerhalb des Hauses muss man es essen, innerhalb der Kirche muss man es essen. Und tragt nichts vom Fleisch aus dem Haus. Also innerhalb der Kirche muss es gegessen werden. Wir als Laien sollen nichts davon aus dem Haus tragen. Nur Katholiken dürfen daran teilnehmen. Wenn jemand kein Katholik ist, sich aber taufen lässt, darf er auch daran teilnehmen. Wenn jemand sich als Christ bezeichnet, aber kein Katholik ist, der darf nicht daran teilnehmen und nur in der Heiligen Kirche dürfen wir es essen. Und ihr sollt dem Pascha-Lamm kein Knochen brechen. Wieder eine Prophetie auf die Kreuzigung, denn dem Herrn wurden die Beine nicht gebrochen.